Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit eurem Spooky VF auf der PS4. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ich habe ein bisschen gefarmt und wir haben ein bisschen was zum Bauen, würde ich mal so sagen. Also 302 Blöcke, das sollte mal für den Anfang reichen in dieser Folge. Ja gut, komm, da holen wir nur mal 150, den Rest kann er tragen, dann können wir uns nämlich auch noch schnell bewegen. Und des Weiteren wird eben viel hergestellt. Oh. Ich komme noch mal zum Mikro. So, jetzt sollte das mal funktionieren. Gut. Okay, dann bauen wir hier mal weiter. Dann werden wir demnächst auch die Wände bauen. Und oder anfangen. Denke ich mal, das werden wir wohl dann können. Hoffe ich mal, wenn man so will. Gut. Wollen hier auch nicht so ewig einen Weg hochbauen. Da muss man schon gucken, dass wir da auch irgendwie dahin kommen, wo wir wollen. Ich glaube, das hier würde schon reichen. Ah, da können wir noch drunter bauen. Komm, dann bauen wir die auch. Wir haben ja genug. Jetzt bauen wir hier nochmal weiter. Dass wir hier auch den Kontakt haben. Hier. Und dann würde ich sagen, hier auch noch so ein klein wenig. Und das reicht eigentlich schon. Wenn wir das jetzt hier so machen, weil dann ist es genug. Zum Weg hoch. Wir können ja oben nochmal in die Breite gehen. Ich hab jetzt alle verballert schon. Wahnsinn. Wie das vorangeht, ne? Ja. Ja. Kriegst du geschenkt. Und weil hier können wir ja auch so hochlaufen dann später, wenn hier die Wände zu sind. Okay, dann passt das. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ach scheiße, hier können wir gar nicht weiter bauen. Ja, jetzt muss ich mal wieder die Gazelle hier aus dem Weg. Nein! Ich wollte doch die Gazelle setzen. So. Hier geht's noch, doch, hier geht's noch, aber hier geht's nicht. Hier müsste man dann noch mal hochbauen. Aber noch eine Etage höher. Ich möchte es eigentlich nicht unbedingt. Ich möchte das hier schon so relativ flach hier drüber haben. Dann bauen wir es eben. Ja, hier geht's wieder. Okay. Mal die Base eben so ein bisschen in diese Richtung vermehrt. Kann sein, dass wir da auch wieder stufig runterbauen müssen. Oh, dann hätten wir da hinten da so einen Abknick. Das sollte aber passen. Hm. Okay. Sieht eigentlich soweit gut aus. Da könnten wir hier nochmal weiter bauen. Weiter nach unten. Oder einfach so weiter. Scheint auch zu gehen zunächst mal. Hier könnten wir noch mal weiterbauen. Sind wir schon fast beim Nashorn. Und dann wird das Ding hier riesig. Ja, hier. Und dann so die Grundmauer hier setzen quasi. Okay. Sieht gut aus. Wird noch was mit uns heute. In einer der nächsten Folgen bauen wir dann, fangen wir dann an, die Wände zu bauen. Ich glaube, dann könnten wir das wirklich schon mal in Angriff nehmen. What the fuck? Was sagte noch die Nashörner? In der letzten Folge habe ich noch was gesagt, dass die nicht in die Base reinlaufen. Jetzt steht da ein Nashorn in der Base. What the fuck, Alter? Das passiert mal durch die Base. Ja. Neues Land, neues Glück. Ich habe Nashorn gefunden. War auch gar nicht zu übersehen. Cool. Sind wir auch mit den Treppen fertig? Ja, wenn der da hinten an meine Tiere geht, dann geht's aber rund. Oh, weia. Ich glaube, die greifen den nämlich an, weil die sind nämlich ja auf Wache eingestellt. Das Naturspektakel mit skeptischer Miene beobachten.
Oh my god, Snashorn! What the fuck? Ein Prachtexemplar! Schaut euch dieses riesige Horn an! Oh, und diese ungebündelte Wut! Au! Oh, ich muss aufpassen. Nicht, dass es mich da hinten durch die Geisterwall durchbrettert. Welches ist denn jetzt das feindliche Nashorn? Ist es lost? Es ist weg. Es hat sich an meiner Rüstung kaputt gemacht. Lol. What the fuck? Ist es durch die Geisterwand durchgerannt? Mysteriös. Fall für Galileo Mystery und Akte X, Fox Mulder und Dana Spooky. Scheiße, das klingt ziemlich feminin. So, die gehen jetzt auch zurück an ihre Position, wie man sieht. Das ist schön. Das Nashorn auch noch. Weil ich sie eigentlich auf diese Position zum Wachen abgestellt habe. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, Leute. War aber spannend. Das hätte mich auch jetzt instant kennen können, wenn, ja, ich, wie gesagt, durch die Geisterwand durch rausgeflogen wäre. Charge Attack sollte man nicht unterschätzen. Ist gar nicht mal so ohne. Ja, hier wird es nochmal ein bisschen tiefer, aber das ist eigentlich nicht schlimm, weil wir einfach hier die Lücke schließen können und dann hier brauchen wir auch keine Treppen, weil wir hier direkt ankommen. Und das hier wird dann die riesige Grundmauer, die es zu durchbrechen gilt, wenn man an unsere Base möchte. Wenn so ein Nashorn vor der Wand steht. Und dann machen wir doch einfach mal hier noch ein bisschen weiter. Ballern das Zeug hier noch. Dann ist auch gut. Ich wollte nämlich auch noch mit euch ein paar Tierchen nehmen. Das kann aber auch sein, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Oder eben dann auch mal anfangen, die Wände zu setzen. Weiß ich noch nicht genau. Hier runter bräuchte ich dann irgendwann nochmal Treppen. Weil das ja dann auch der Durchgang ist zum Nashorngrat quasi. Richtung Separmierung. Oh, das steht schon mal sehr in der Luft. Ja, wir haben ja noch ein paar Treppen, das ist schon mal gut. So wird das mit der Base. Bauen wir sie hier nochmal ein bisschen so, dass es nicht nur ein gerader Kasten ist. So. Die letzten 52 sind da. Ein richtiger 52er ist das. Fall für die 52er. Wie schnell man hier diese ganzen Fundamente verballert, ne? Da denkt man einfach wunderst, was man hätte. Und dann ist hier ganz schnell Zappe. Oh, scheiße, jetzt wollte ich eigentlich gar keine 2 bauen. Obwohl, wir könnten natürlich auch hier einfach so einen Eingang machen. Ja, geht jetzt nicht. Kann ich nicht da unten auf den Boden setzen, oder was? Doch. Aber hier nicht mehr. Scheiße. Na gut, dann machen wir das hier so, dann machen wir hier den Eingang. Dann können wir ja hier die Treppen bauen. Wie groß ist das Ganze jetzt? Ja, das ist ordentlich. Da haben wir genug Platz. Wir können ja auch hier immer noch ein bisschen seitwärts ausschmücken und bauen. Und den Rest... Dann machen wir hier mit Treppen. Hoch. Sehr schön. Dann wird das der epische Eingang hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Treppen man braucht. Vielleicht könnten wir das hier noch wegmachen und da noch eine Treppe hin. Wenn wir da ein Tor hinbauen zum Beispiel. Dann bauen wir hier nochmal Treppen hin. Das war auch hier überall gut hochkommen ohne Probleme. Das könnte man hier nochmal so ein eine Säule davor machen, damit man eben auch sieht, wo wir hin müssen. Okay. Noch eine. Und dann bauen wir hier noch sowas, wo wir eine Statue oder einen Beschützer drauf bauen können. Je nachdem. Ja, platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen. Ich liebe es. Jetzt habe ich keine mehr. Ja, ich kann aber noch eins herstellen. Sehr gut. Normalerweise müsste es jetzt gehen. Ja, jetzt geht's. Was ist, wenn ich das jetzt abreise? Geht's dann trotzdem? Ja, dann bleibt's. Gut. Sehr schön. Alles klar.
holen wir doch nochmal unseren Freund und Helfer hier hinten mit. Und haben wir noch Zeit für Tiere zu sammeln oder war die Folge jetzt schon? Ne, geht noch. Hier kriegst du nochmal das Zeug. Das. Und das. Hier haben wir noch ein bisschen was dabei. Ich habe ja extra noch ein bisschen was mitgeholt, damit sie eben auch... Ach so Quatsch, das Messer haben wir in der Hand wieder. Natürlich. Aus Versehen ausgerüstet. Folgst du mir? Nee, noch nicht. Ah, das Nashorn hat sich auch wieder eingereiht. Ist ja schön. Und apropos, unsere Tierchen müssten eigentlich fertig sein. Hier könnte man vielleicht auch noch weiterbauen, dass man hier noch so einen Bereich hat. Wir schauen, wir bauen hier auf jeden Fall eine epische Base. Also das ist mein Vorhaben. So, hier ist alles Standard-Tierchen geworden, aber die lassen wir auch hier mal drin zuerst mal, dass die noch ein bisschen Mist produzieren. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay, komm Gazelle. Die Gazelle ist echt cool, weil sie so viele Slots hat zum Tragen. Der kann man super farmen. Und ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist mit dem Turan-DLC, wenn das kommt. Also nicht das kostenpflichtige DLC, sondern jetzt diese Erweiterung, die jetzt kommt. Da bin ich mir nicht sicher, weil man die Elefanten... Ah nee, Quatsch, dann kann man Elefanten farmen, zähmen. Was die tragen können, das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Das werden wir uns auch definitiv angucken. Schlachten wir erstmal den Skorpion aus. Ja, nochmal Wundsekret, okay. Chitin haben auch nochmal ein bisschen was. Fleisch und Wundsekret. Ne, das braucht er alles nicht. Das sollte schon noch ein bisschen Platz haben. Für Türchen, die wir uns holen gehen. Ziel ist wieder, haben wir im Guide ja auch schon gemacht, den Leopard, aber ich zeig's jetzt auch nochmal im Let's Play. Den Jaguar, so. Jaguar, den Tiger und vielleicht auch ein Nashorn. Sobald das DLC fertig ist, werden wir natürlich, also sobald das Update fertig ist, werden wir natürlich auch, was ist denn das hier? Werden wir natürlich auch nach Elefanten- und Skorpioneier Ausschau halten. Und nach Frostriesen und alles, was eben so zähmbar ist, dann werden wir auf jeden Fall genug zu tun haben, sobald der Download fertig ist. Dann weiß ich wieder, was wir machen außerhalb vom Basebau. Momentan ist es eben ein bisschen baseballlastig, aber das ist ja nicht schlimm. Soll da ja auch dabei sein. Ich versuche ja sowieso schon ein bisschen Abwechslung reinzubringen, jetzt wie mit den Tierchen. Letzte Folge haben wir ein paar Sklaven K.O. geschlagen. Wollen mal gucken, wie weit die sind, wie der Fortschritt bei denen ist. Ja, da ist einer schon fertig. Und das ist der hier, der Rüstungsmacher 1. Cool. Holen wir den gerade schon mal mit. Kannst du tragen. Ich habe jetzt keine Keule dabei. Sonst hätten wir weitere holen können. Aber das ist ja nicht schlimm. So, das Fleisch holen wir mit. Knochenmehl holen wir mit. Stahl holen wir mit. Ja, komm, die Pfeile holen wir mit. Und die Fläschchen, die holen wir auch mit. Ah, und das Leder, wenn wir schon dabei sind. Das Glas lasse ich jetzt hier. Ich möchte jetzt auch nicht so viel mitnehmen. Holen wir nochmal hier. Aber die Kisten gucken wir ab. Natürlich gerade wegen Stahl, weil Stahl brauchen wir. Oh ja, die Sachen hier sind auch gut. So. Deswegen, ich hab's ja gesagt im Guide, auch beim Stahlfarben-Guide, Stahlherstellen-Guide, habe ich gesagt, man kann zwar jetzt Stahl herstellen, aber es ist immer noch sehr effektiv, wenn man das eben kombiniert. Wenn man hier, jetzt Zimmermann 2, den hatten wir auch, oder? Zimmermann 2, glaube ich. Es ist immer noch sehr effektiv, wenn man sowieso hier durch Sepamero läuft oder Umgebung. Upsa. Hinten wollte ich eigentlich hin. Hui! Wow, geil, Alter. Spider-Man lässt grüßen. Wenn man das Zeug hier noch mitnimmt, das man sowieso hier angeboten bekommt, das ist halt für mich, das ist ganz wichtig. Weil man hier direkt Stahl hat, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen. Und wir brauchen ja auch Stahl nicht nur für Stahlsachen, sondern wir brauchen auch noch die Stahlverstärkungen. Und dann können wir aus Stahl ja auch noch den gehärteten Stahl machen. Ja. Und deswegen brauchen wir jede Menge Stahl. So, ein Rehbaby hole ich dieses Mal nicht mit. Davon haben wir genug.
momentan mit 2. Das reicht. Allerdings hätte ich gerne noch mal ein bisschen Tierfell. Oh. So. Schön. Wo ist denn der Akro? Ah, da ist der Akromann. Der Papa. So. Oh, da ist der nächste Papa. Ey. Ey, nicht das Baby anvisieren, Mann. Fokus, FTW. Ich liebe Fokus. Manchmal ist es wirklich besser, ohne Fokus zu kämpfen. So, jetzt haben wir Tierhaut. Jetzt haben wir Tierhaut. Können wir nämlich noch mal ein bisschen Teer herstellen. Das ist eigentlich so momentan das Wichtigste an der Tierhaut. Ich wollte auch mal noch das Wasser gleich auffüllen gehen. Das ist nämlich schon wieder leer. Okay. Machen wir doch gerade. Super. So, mal jetzt kurz orientieren. Gehen wir zuerst zu den Leoparden, denke ich. Jaguar. Was habe ich denn heute mit den Leoparden, ey? Jaguars. Muss ich erstmal noch kurz gucken, wo ich überhaupt bin. Hier ist meine Base nicht, die auf dem Server von Hans. Oh, da hinten ist ein Kappa-Boss. Existiert. Die steht hier nicht, deswegen sieht hier alles ein bisschen anders aus. Weil die ganze Insel ist ja meine Base. Achso, ja genau, da könnten wir auch noch mal kurz vorbeigehen. Ja, an der tollen Stelle. Und packen hier gerade mal, haben wir Insekten? Ne, habe ich nicht. Wir holen die hier raus. Wir holen mal alles raus. Und zwar, weil wir dann nämlich auch den Tieren, den Tieren, die wir zähmen, auch nochmal Futter geben können. Haben wir nochmal eine größere, ja, größeren Spielraum. Um vielleicht was Gutes rauszukriegen. Am besten wäre es natürlich mit einem Schattengewürz, aber ja, das holen wir uns später noch. Das werden wir hier auch im Let's Play machen. Ich hatte ja im Let's Play mit Midnight Dungeon richtige Probleme auf dem Online-Server wegen eben meiner scheiß Internetleitung. Da kann ich nicht ordentlich kämpfen. Und das ist im Midnight Dungeon schon ein bisschen problematisch gewesen. Alter, wo bin ich denn hier? Wo muss ich denn hin? Ja, doch. Da hin, ne? Und das werden wir hier nachholen. Definitiv. Weil das hier alles ein bisschen besser läuft. Kampftechnisch. Oh Gott. Ah ne, das ist ein normaler. Das ist nicht der Boss. Ah. Arschlecker. So, war nicht hier irgendwo? Waren die nicht hier irgendwo? Oh, Alter. Jedes Mal suche ich diesen Jaguar-Spot. Und finde ihn nicht. Ja. La 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 la. Doch, da müsste er doch sein, oder? Bin ich da jetzt falsch? Ne, da bin ich. Da unten ist ein weißer Jaguar. Doch, das ist der Jaguar-Spot. Oh, oh. Ey, Gazelle. Nicht einmischen besser. Scheiße, das sind zwei Jaguar-Babys. Oh, der hat blaue Augen. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Yeah. Ach du Fuck. Bluten natürlich. Nein, nicht das Baby kaputt schlagen. Erstmal den hier wegmachen. Oh, ich habe das Baby erwischt, oder? Nee, ich nicht. Oder? Ich will das Baby aufheben. Komm her. Ja. Boah, du Fucker. Motherfucker. Ich muss hier weg. Blutungsschaden. Erstmal regenerieren, damit ich mich heilen kann. Hat mich nicht getroffen, ne? Ich glaube, das auch mit dem Ausweichen besser. Ja, wenn die Online-Verbindung stimmt, also beziehungsweise mal ein Offline spielt, dann geht das auch. Da kann man hier definitiv besser kämpfen. Oh, oh, keine Ausdauer, das ist schlecht. Komm, weg, weg. Alter, wie lange dauert denn die Ausdauerregeneration hier? Ich hab dich in der Ecke. Nein, hab ich nicht. Aber egal, ich krieg dich. Bevor es dunkel wird. Nein, es ist schon dunkel. Oh, scheiße, das ist schlecht. Ganz schlechter Zeitpunkt, keine Ausdauer zu haben. Oh, er hat daneben gehauen. Das war
Dein Todesurteil. Also beendet. Komm, jetzt alles oder nichts. Jawohl. Hol mal, ich will deinen Kopf haben. Ich kann... Ah, das ist aber ein normaler Jaguar-Kopf. Schade. Ich dachte, da gibt es auch einen besonderen. Da ist der Jaguar-Kopf, da ist das Jaguar-Baby. Wir haben jede Menge Fell, wir haben jede Menge Zeug im Inventar. Boah, einen Jaguar hatte ich noch nie gesehen, weißen, also in freier Wildbahn. Ich selbst habe ja einen in, ja, auf Hans Server. Aber in freier Wildbahn habe ich noch keinen gesehen. Wir sind echt nicht ohne, muss man sagen. Aber ich finde den Schwierigkeitsgrad so recht angenehm, wie er jetzt ist. Ist ein bisschen fordernd, aber auch nicht so schwer. Nicht zu schwer, sag ich mal, wie es vorher war. Und jetzt ist es halt hier einfach sau scheiße dunkel und ich sehe nichts. Da bleibt es wohl bei einem Jaguar-Baby. Das zweite weiß ich nicht, ob ich es totgeschlagen habe oder ob es abgehauen ist. Keine Ahnung. Nun ja, ist auch genug für eine Folge. Wir warten einfach, bis es hell wird, hier oben irgendwo in Sicherheit. Und ich denke auch so, ich habe jetzt auch nicht das Kämpferbild, ne, dieses rein. Ich habe sehr viel auf Belastung. Da könnten wir auch jetzt schon mit den Sachen, die wir haben, den Midnight Dungeon schaffen. Und ja, das werden wir uns dann auch demnächst mal angucken. Aber in erster Linie hat das DLC Priorität. In der nächsten Folge gehen wir uns noch gucken, ob wir einen Tiger und einen Nashorn holen können. Und dann, ja, dann sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Tag. Euer SpookyFF. Bye, bye, bye. I need